Wie ihr sehen könnt, wächst hier mein Steak. Denn mein Steak kommt nicht aus Argentinien, sondern hier von den Farmern in Amerika. Und so bleibt es für mich, denn ich lebe ja auch in Amerika. Wir essen also nur Fleisch, wo hier aufwächst, wo hier verarbeitet und zu leckeren Steaks dann vorbereitet wird. Ein toller Tag hier für die Kühe, die Sonne scheint, das Fleisch explodiert, wie ihr seht, auf ihren Knochen. Die Zeiten, wo die Rinder mit den Lassos eingefangen wurden, sind schon länger vorbei. Heute geschieht das mit Easy Cars, mit euch so bekannten Golfcars, wie ihr sie vom Golfplatz kennt. Und es klappt. Mike hat 600 Cattle. Das ist eine schöne Anzahl, überschaubar. Er liebt seinen Betrieb, er liebt seinen Job, seine Farm. Hi Chili, this is the ranch. Run a bunch of cattle over here and calving right now and out in the pasture. And you take it with this car now. Okay, thank you so much. Have fun on your farm. Mike ist sehr busy heute und deshalb sind wir auch hier. Denn wir wollen ja was zeigen. Farmer in Amerika. Die Weiden sind leer gefressen und etwas ausgetrocknet. Colorado hatte eine Dürre. Mike muss einige Tonnen Futtermittel aus Nachbarstaaten einführen. Ich beneide Mike um seine Farm, um seinen Tagesablauf und die Ruhe hier in Colorado.